Hallo Frau Rath, herzlich willkommen auf der KISS, auf dem Klima in der Schule Symposium. Und Sie wollen heute ein neues Augenmerk legen, und zwar auf die Möglichkeiten, wie man sich im Zweifelsfall als Schüler, aber eben auch als jeder andere Mensch, der in der Zivilgesellschaft sich engagieren möchte, mit juristischen Instrumenten gegen den Klimawandel zur Wehr setzen kann oder wie man zumindest Hilfestellung bekommen kann. Damit übergebe ich Ihnen das Wort und stelle mich selber auf stumm und beende auch meine. Alles klar, vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr, dass ich das hier heute machen kann. Und genau, vielleicht einmal kurz zu mir. Ich heiße Theresa Rath, ich lebe in Berlin und arbeite hier und ich habe Jura studiert und war dann 1,5 Jahre lang Anwältin und habe dann irgendwie so gedacht, ach, das ist so gar nicht das, was ich eigentlich jetzt gerade möchte. Zumindest nicht so im zivilrechtlichen Bereich, sondern ich würde so gerne irgendwas mit Menschenrechten machen. Und so habe ich mich dann damit angefangen zu befassen und geguckt, was gibt es denn da an Möglichkeiten, und hatte wahnsinniges Glück und bin dann sehr schnell genau in den Bereich reingerutscht, in dem ich auch arbeiten wollte, nämlich in den Bereich Klimawandel und Klimaschutzrecht, und arbeite im Moment bei einem Institut für Nachhaltigkeit und Klimapolitik und schreibe dort auch meine Doktorarbeit. Und genau, als ich dann gesehen habe, dass Sie diese Veranstaltung machen, habe ich gedacht, das ist total cool. Da würde ich gerne einen Vortrag halten. Mein Vortrag richtet sich in erster Linie, würde ich jetzt mal sagen, an Schülerinnen und Schüler. Deswegen gehe ich jetzt einfach gleich mal auch ungefragterweise zum Du bzw. Ihr über. Aber da ist mit Sicherheit auch für die Lehrer was dabei. Und ganz am Ende gehe ich dann auch noch mal drauf ein, wie ich mir das so im Unterricht vorstellen könnte. Genau, und dann lege ich gleich los. Erstmal die Frage so, warum Jura eigentlich, warum Jura gegen den Klimawandel als Instrument? Also wenn ich so an Instrumente gegen den Klimawandel denke, dann fällt mir erstmal ein, Naturwissenschaft und Technik, technische Erkenntnisse, Stromwende, Energiewende und so weiter, die bilden natürlich die Basis für den Kampf gegen den Klimawandel, weil alleine aus Gesetzbüchern passiert da nichts. Aber egal, was wir anwenden wollen bzw. umsetzen wollen in unserer Welt, das braucht immer einen Rechtsrahmen. Also der Rechtsrahmen, in dem wir leben, der stellt quasi den gesellschaftlichen Konsens, also quasi die gesellschaftliche Übereinstimmung dar, die uns erst handlungsfähig macht. Und das ist, deswegen ist Jura auch so vielfältig, weil alles, was wir machen, ob das jetzt Gentechnik ist oder Autofahren oder in die Schule gehen, ist es alles irgendwie vom Recht begleitet. Und den Rechtsrahmen, den brauchen wir halt auch im Klimaschutz. Ansonsten geht gar nichts. Das heißt, wir brauchen Personen, die diese Erkenntnisse, die wir über den Klimawandel erlangen und die Entscheidungen, die wir demgemäß treffen, quasi in Rechtsform gießen und auch die Normen auslegen und anwenden können. Jetzt ganz konkret, welche Instrumente stehen gerade für den, also beziehungsweise gegen den Klimawandel zur Verfügung? Da habe ich mir 3 beispielhaft rausgepickt, die ich jetzt besonders interessant fand, auch für den Schulunterricht und auch für Schülerinnen und Schüler. Das eine sind die Klimaklagen. Ich vermute mal, da werden auch einige schon von gehört haben, die sich gegen Staat und Unternehmen richten können. Da gehe ich jetzt gleich nochmal ziemlich intensiv drauf ein, was so die Voraussetzungen sind, was da gerade so an Klagen läuft und wie ich das einschätze, ob das sinnvoll ist oder eher nicht so vielversprechend. Genau, dann gibt es das Petitionsrecht, also quasi das Recht, sich mit einer Bitte oder einer Beschwerde an das Parlament zu richten. Das steht im Grundgesetz, also in unserer Verfassung. Und dann gibt es quasi natürlich noch das Engagement im rechtlichen Rahmen direkt, also direkt in der Politik, bei der Gesetzgebung, in Parteien oder auch in der Anwaltschaft oder in NGOs und natürlich auch in der Verwaltung. Das sind so die 3 wichtigsten Instrumente, die ich identifiziert habe. Und genau, bevor ich da jetzt vertieft drauf eingehen möchte, möchte ich einmal die wichtigsten Klimagesetze vorstellen, weil ich da jetzt zumindest auf das eine auch immer noch mal wieder zu sprechen komme. Und genau, das Wichtigste ist mit Sicherheit das Paris-Abkommen, und zwar der Artikel 2 Absatz 1. Da steht diese magische 1,5-Grad-Grenze drin, beziehungsweise steht auch drin, deutlich unter 2 Grad, wo ich der Ansicht bin, dass das bedeutet maximal 1,8 Grad. Und das Pariser Klimaabkommen ist rechtlich verbindlich. Das bedeutet, dass die Staaten das einhalten müssen. Auf der europäischen Ebene gibt es ganz viele Richtlinien und Verordnungen und so weiter. Und da ist der Umweltschutz auch in der Grundrechtecharta der Europäischen Union sowie in den europäischen Verträgen
verankert. Die europäischen Verträge, kann man so ein bisschen sagen, sind so ein bisschen wie die Verfassung von Europa, aber da muss man ein bisschen aufpassen mit dem Ausdruck, jetzt nur vereinfachenderweise. Genau, und in Deutschland gibt es ganz viele unterschiedliche Regelungen, die irgendwie den Klimaschutz betreffen. Das neueste und wichtigste mit Sicherheit jetzt das Klimaschutzgesetz von 2019, das zum ersten Mal wirklich Emissionsminderungsziele auch konkret festschreibt, aber zum Beispiel auch Regelungen im Baurecht, im Erneuerbare Energiengesetz, das jetzt 2021 nochmal erneuert wurde, im Gebäudeenergiegesetz und so weiter. Also da passiert ganz, ganz viel und es gibt einen Wust von Regelungen, der erstmal ziemlich erschlagend sein kann. Deswegen möchte ich da jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, ohne allzu genau auf einzelne Gesetze einzugehen. Einmal kurz hier der Text aus Artikel 2 Absatz 1 des Paris-Abkommens. Wie gesagt, 2 Grad, also deutlich unter 2 Grad und Anstrengungen, um das Ganze auf 1,5 Grad zu reduzieren. Und Anstrengung heißt jetzt nicht, dass die Staaten sagen können, ach ja, irgendwie habe ich heute noch ein bisschen Zeit übrig, jetzt gucken wir mal, dass wir das nochmal ein bisschen drücken, sondern die müssen Anstrengungen unternehmen. Und nur dann, wenn es wirklich gar nicht machbar ist, sind auch 1,8 Grad akzeptabel. Naja, wie dem auch sei, der Status quo, also quasi der aktuelle Zustand, ist sowieso ein anderer. Zwar sagt Artikel 2 Absatz 1 des Paris-Abkommens, ja, wir wollen unbedingt 1,5 Grad. Das würde bedeuten, global, also auf der gesamten Welt, brauchen wir in maximal 2 Jahrzehnten, in maximal 20 Jahren, netto null Emissionen. Und zwar nicht nur CO2, sondern auch die ganzen anderen Treibhausgase, Noxen, Methan zum Beispiel und was es da alles gibt. Davon sind wir total weit entfernt. De facto steigt auf der Welt der CO2-Ausstoß sogar noch weiter. Das wird immer so in Deutschland so ein bisschen anders dargestellt. Es sieht immer so aus, als würden wir das schon ganz gut machen. So, okay, ja, Emissionsminderungen hier irgendwie im Vergleich zu 1990 stoßen wir 27% weniger CO2 aus. Irgendwie sowas war das. Aber da wird halt nicht berücksichtigt, dass ganz viel von der Produktion sich längst in andere Länder verlagert hat. Also zum Beispiel, dass irgendwelche CO2-intensiven Produkte schon nicht mehr in Deutschland produziert werden, sondern eben in China. So, das kann alles so nicht bleiben. Und da steht man dann vielleicht als einzelner Bürger immer mal wieder ein bisschen bis ziemlich machtlos dem Ganzen gegenüber. Und es stellt sich die Frage, was kann man machen? Jetzt gehe ich zuerst auf die Klimaklagen ein. Das ist eine relativ neue Sache. Und das bedeutet, man klagt entweder gegen Staaten oder gegen einzelne Unternehmen. Gegen Staaten klagt man entweder auf die Einhaltung von Klimaschutzzielen, wenn sie nicht eingehalten werden, oder weil die Klimaschutzziele nicht intensiv genug sind. Zum Beispiel im Kündigungsschutzgesetz, Klimaschutzgesetz, nicht Kündigungsschutzgesetz der Bundesregierung bzw. der Bundesrepublik, kann man sagen, so die Klimaziele, die reichen auf jeden Fall nicht, um das Ziel aus Artikel 2 Absatz 1 Paris-Abkommen zu erreichen. Die andere Möglichkeit ist, direkt gegen Unternehmen zu klagen. Und zwar sind das meistens dann Zivilklagen. Zivilklagen bedeutet ein Gerichtsverfahren zwischen 2 privaten Personen. Also das Unternehmen zählt auch als private Person, eben nicht der Staat. Zivilklagen auf Entschädigungszahlungen für eben geschädigte Umwelt und die daraus entstehenden Folgen. Auch da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und natürlich kann man auch gegen einzelne klimaschädliche Projekte klagen, nämlich zum Beispiel gegen Straßenbau oder Rodungen. Diese Klimaklagen werden sehr, sehr häufig unterstützt und begleitet von NGOs, zum Beispiel Greenpeace, German Watch, Client Earth und so weiter. Es gibt allerdings eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, damit man so eine Klage erheben kann. Und das ist die subjektive Betroffenheit. Das bedeutet, ich persönlich muss speziell in einem meiner Rechte betroffen sein. Und da sind die Gerichte sehr, sehr vorsichtig damit, das anzunehmen. Die sagen dann oft, nee, es liegt ja gar keine subjektive Betroffenheit vor. Also das läuft dann meistens so, dass man sagt, meine Menschenrechte sind hier gefährdet, weil ich habe das Recht auf Gesundheit, körperliche Unversehrtheit, auf die freie Berufsausübung und Auswahl und auf Eigentum. Und das alles ist gefährdet, wenn die elementaren Freiheitsvoraussetzungen, nämlich die Verfügbarkeit von Wasser, von Nahrung, von sauberer Atemluft, wenn das nicht mehr gegeben ist, dann sind meine Menschenrechte gar nichts mehr wert. Dann kann ich
kein Recht mehr auf körperliche Unversehrtheit geltend machen, wenn hier Wasserkriege laufen oder wenn ich nichts mehr zu essen habe. Und trotzdem sagen die Gerichte da häufig, nee, das ist aber trotzdem nicht so, dass du da jetzt besonders von betroffen bist, weil du bist ja nicht mehr betroffen als andere auch. Da könnte man dann vielleicht sagen, ja, aber wenn jetzt jemand aus Indonesien klagt, wo es gerade mal wieder irgendwie, weiß ich nicht, eine Überschwemmung gab oder so, dann ist der ja mehr betroffen als andere. Insgesamt sind aber die Gerichte da sehr, sehr vorsichtig zu sagen, ja, da ist jemand persönlich betroffen. Ich persönlich bin der Meinung, dieses Kriterium ist sowieso falsch. Also man muss nicht mehr betroffen sein als andere, um subjektiv betroffen zu sein. Aber da sind die Gerichte sehr, sehr konservativ, also sehr altmodisch in der Auslegung. Es gibt ein paar Beispiele für Klimaklagen, die haben bestimmt hier auch schon Erwähnung gefunden in den letzten 2 Tagen. Und zwar laufen aktuell welche vor dem Bundesverfassungsgericht. Das ist das wichtigste Gericht in Deutschland. Eine unter anderem von Luisa Neubauer, die ja hier auch vorgetragen hat, aber zum Beispiel auch eine vom Solarenergieförderverein und vom BUND, die zum Beispiel von meinem Doktorvater betreut wird. Das ist derjenige, der quasi meine Doktorarbeit korrigiert und begleitet. Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte läuft eine Klage aktuell gegen 33 Staaten. Die haben 6 Jugendliche aus Portugal angestrebt und war auch groß in den Nachrichten. Und ich meine, letztes Jahr haben einige Jugendliche und Kinder vor dem UN-Kinderrechtsausschuss eine Individualbeschwerde eingelegt gegen 5 G20-Staaten. Unter anderem war die Greta Thunberg da dabei. Gegen Unternehmen habe ich nur einen Fall ausgewählt, um den mal so kurz zu präsentieren. Das ist der Fall Huaraz. Huaraz ist eine Stadt oder ein Dorf in Peru. Und da hat ein peruanischer Bergbauer gegen RWE geklagt vor dem Oberlandesgericht Hamm, also in Deutschland. Obwohl RWE gar keine Fabriken oder so in Peru hat. Trotzdem hat er gesagt so, ey, hier schmelzen die Gletscher und hier gibt es total viel Schmelzwasser, das läuft hier irgendwie die Anden runter und vergrößert maßgeblich die Lawinengefahr. Und weil wir hier wohnen, müssen wir jetzt hier irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um uns zu schützen. Und das kostet richtig viel Geld. Und dann hat er sich gedacht, das kann ja irgendwie nicht sein, dass wir das jetzt hier bezahlen müssen. Das sind ja die großen Unternehmen schuld. Und hat eben RWE verklagt auf anteilige Zahlungen von den Kosten für diese Schutzmaßnahmen. Stand des Verfahrens ist jetzt im Moment so, dass wegen der Corona-Pandemie sich die Beweisaufnahme, die in Peru halt vorgenommen werden muss, verzögert. Aber das Gericht hat in der Sache schon mal festgestellt, dass es grundsätzlich möglich ist, das Unternehmen anteilig für die von ihnen mitverursachten Klimaschäden verantwortlich gemacht werden und dann eben auch zahlen müssen. Und das ist schon mal eine ziemlich krasse Feststellung. Das wurde vorher so noch nicht anerkannt. Genau, einmal kurz zu der Sinnhaftigkeit dieser Klagen. Also wie ist da normalerweise das Ergebnis? Hier oben im Fall Huaraz ist es noch nicht klar. Das ist ein ganz wichtiger Präzedenzfall. Das bedeutet, dass es das erste Mal ist, dass ein Fall in dieser Form auftaucht. Und dass das eine voraussagende Wirkung haben kann für andere Fälle, die auch ähnlich gelagert sind. Es gab eine Klage zum Beispiel, die People's Climate Case, die als unzulässig abgewiesen wurde, aus dem Grund, den ich vorhin erläutert habe, nämlich, dass da gesagt wurde, ja, aber ihr seid doch gar nicht persönlich ja betroffen als andere vom Klimawandel. Deswegen habt ihr hier auch kein Recht zu klagen. Allerdings zum Beispiel in den Niederlanden wurde einmal entschieden, dass die ihr Klimaschutzgesetz nachbessern müssen, weil eine Fürsorgepflicht des Staates besteht, nämlich quasi sicherzustellen, dass die Menschenrechte nicht komplett an Wert verlieren, indem halt keine elementaren Freiheitsvoraussetzungen mehr geleistet sind, also Wasser, Nahrung, Luft. Und dadurch werden die Menschenrechte bzw. die Grundrechte entwertet und das wurde vor Gericht dort entschieden, darf nicht sein. Zukunft der Klagen, also jetzt mal meine persönliche Einschätzung, was das angeht, das ist ein tolles Instrument, um Druck aufzubauen. Je mehr Fälle da zu Ungunsten von Unternehmen oder Staaten entschieden werden, desto mehr werden diese Staaten oder Unternehmen eben angehalten, weniger Klimaschäden anzurichten, weil das ist ja wirtschaftlich auch schädlich. Also ein Verfahren ist teuer und außerdem ist es dann so, dass eben, wenn das immer mehr in den Medien auch ist,
das ein sehr, sehr schlechtes Bild auf die Unternehmen wirft. Das Problem ist an der Sache, dass die Verfahren ziemlich lange dauern. Zumindest, also insbesondere auch, weil sie oft durch viele Instanzen gehen. Also es gibt dann immer die erste Instanz, danach kann man dann nochmal Berufung einlegen, dann nochmal Revision. Und das kann einfach mehrere Jahre dauern. Und so viel Zeit haben wir nicht. Auf die Staaten wird sicherlich auch Druck aufgebaut, wenn die Klagen sich gegen sie richten. Aber das Problem ist, dass es quasi unmöglich ist, gegen einen Staat das Urteil durchzusetzen. Da gibt es relativ wenig Handhabe. Menschen kann man einsperren oder mit Geldstrafen belegen. Ja gut, Staaten kann man tendenziell auch mit Geldstrafen belegen, aber einsperren kann man sie nicht so. Und deswegen ist es oft schwierig, da die Urteile durchzusetzen. Trotzdem ein tolles Instrument, um Druck aufzubauen. So viel zu den Klimaklagen. Jetzt einmal kurz zum Artikel 17 des Grundgesetzes, also das Petitionsrecht. Ist das Recht, eine schriftliche Beschwerde oder eine Bitte an die Volksvertretung, den Bundestag oder auch an die zuständigen Behörden zu richten. Da gibt es ganz viele Beispiele im Bereich Klimaschutz, zum Beispiel Raus aus der Kohle oder die Petition Klimamitbestimmung jetzt. Da geht es um die Einrichtung eines Bürgerklimarates zur Beratung auch in Klimafragen. Und die Folge von so Petitionen ist, dass man ein Recht darauf hat, eine Antwort zu bekommen auf seine Bitte. Allerdings eigentlich nur Ja oder Nein, auch ohne Begründung. Aber wenn man 50.000 Stimmen gesammelt hat, dann muss normalerweise sich der Petitionsausschuss des Bundestages mit der Forderung befassen. Und da wird das dann ordentlich diskutiert. Trotzdem hat das Ganze keinerlei bindende Wirkung. Die Politiker sind nicht gezwungen, da jetzt irgendwie drauf zu reagieren, außer dass sie es halt besprechen müssen und darüber entscheiden müssen. Trotzdem ist auch das ein gutes Instrument, Druck auf die Politiker aufzubauen. Und natürlich auch, das Positive ist, das kann jeder machen. Also man kann die quasi mit Petitionen überschwemmen. Gut, eine Frist zur Entscheidung gibt es, soweit ich weiß, nicht. Inwiefern das dann sinnvoll ist, muss man gucken. Aber es ist auf jeden Fall ein Signal. Ja, auch einmal noch kurz der Gesetzestext. Die dritte Sache, die man natürlich machen kann, ist zu sagen, ich engagiere mich selbst in Politik oder Verwaltung. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Man kann natürlich direkt in die Politik gehen, auf Bundesebene, Länderebene oder Kommunalebene. Wer sagt, das ist nichts für mich, also für mich zum Beispiel ist es nichts. So, ich wollte nie so gerne so weit vorne im Rampenlicht stehen und fand das auch immer zu indifferenziert irgendwie in der Politik. Wer sagt, das ist nichts für mich, der kann halt als Drahtzieher quasi hinter den bekannten Gesichtern arbeiten, also zum Beispiel als Referent im Bundestag. Oder man geht zu den Unabhängigen, wobei man da auch vorsichtig sein muss, wer da so ganz unabhängig ist und wer nicht. Also zum Beispiel Institute, Thinktanks oder in die Wissenschaft. Das ist das, wofür ich mich jetzt aktuell mal entschieden habe. Finde ich ganz spannend, weil man halt wirklich sehr frei ist und nicht irgendwie durch irgendwelche Parteilinien geprägt. Man kann auch in die NGOs gehen natürlich. Ist auch super, sich da ehrenamtlich zu engagieren, wenn möglich. Oder auch klassisch juristische Berufe ergreifen, zum Beispiel in die Anwaltschaft gehen und sagen so, ich bin jetzt Anwalt und ich mache nur grünes Recht. Also ich mache Recht der Energiewende, ich unterstütze Unternehmen dabei, hier Windparks aufzubauen oder was weiß ich. Oder auch unter anderem zum Beispiel Client Earth oder die Deutsche Umwelthilfe, die Verfahren an sich ziehen bzw. begleiten, auch vor Gerichten und ja auch so helfen, sich gegen den Klimawandel zur Wehr zu setzen. Arbeitsfelder jetzt thematisch gibt es ganz zahlreiche. Energierecht, wenn man mit der Energiewende arbeitet oder Umweltrecht, Naturschutzrecht, wenn man damit arbeitet, das ist dann zum Beispiel Meeresschutz und Emissionsschutzrecht und Abfallrecht. Oder für die, die Tiere mögen, so Landnutzungsfragen, da geht es natürlich auch viel dann immer irgendwie um Tierschutzrecht. Wie dürfen wir überhaupt Tiere halten? Was ist mit der Massentierhaltung, mit der Fleischproduktion und so weiter? Das Ganze bewegt sich eigentlich immer auf drei Ebenen, also Völkerrecht international, EU-Recht in der Europäischen Union und halt in den einzelnen Staaten. Meistens, in den meisten Jobs, kommen verschiedene Rechtsgebiete zusammen. Also ich zum Beispiel beschäftige mich mit Energierecht, aber auch mit Baurecht, mit internationalem Recht, viel mit Grund- und Menschenrechten, aber auch mit Sozialrecht und vor allem auch mit Degrowth, also quasi der Frage, wie können wir von einer Gesellschaft, die auf immer weiterem Wirtschaftswachstum basiert, da rauskommen, weil wir erkennen, dass unser Planet eben begrenzte Ressourcen nur hat. Und was bedeutet das für unsere Gesellschaft und wie können wir das rechtlich begleiten? Ja, Klimawandel und Recht in der Schule. Ich bin der Meinung, man kann das super in den SOBI-Unterricht einbauen oder auch in den Politikunterricht.
Ich hätte mir gewünscht, ein bisschen mehr über die rechtlichen Grundlagen zu lernen in der Schule. Ich kann mich da nicht erinnern, dass das irgendwie großartig behandelt worden wäre. Und finde das wichtig, dass so eine gewisse Grundaufklärung auch für die, die nicht Jura studieren, später besteht. Was sind meine Rechte? Welche Möglichkeiten gibt es, sich zu engagieren? Beispielhaft als Projekt kann man als Klasse einen Entwurf einer Petition zum Klimawandel machen, zum Beispiel hinsichtlich eines bestimmten Gebiets, sowas wie raus aus der Kohle. Da kann man sich dran setzen, gucken, was sind wichtige Sachen, was beschäftigt uns alle. Und ja, ganz wichtig finde ich halt auch die Entwicklung von kritischem Denken und Hinterfragen von politischen Entscheidungen, dass man da eventuell auch mal aus so einer rechtlichen Perspektive drauf schaut und sich traut, auch wirklich zu fragen, so ist das eigentlich in unserem Sinne, ist das noch von unseren Menschenrechten so gedeckt oder ist die Politik da irgendwie zu weit gegangen? Mein Tipp daher an alle SchülerInnen, wer sich für Jura interessiert und Klimaschutz machen möchte, studiert es, reicht Petitionen oder Klagen ein, Vorsicht, die sind unter Umständen teuer, die Klagen, macht Praktika und engagiert euch ehrenamtlich. Wir brauchen euch und wir brauchen ganz, ganz viele tolle Juristen in Parlamenten, Parteien, Ortsverbänden, in der Verwaltung, in den Gerichten. Ansonsten wird das nichts. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir haben noch 4 Minuten für Fragen. Ja, vielen, vielen Dank erstmal Frau Rath für diese Ausführungen. Ganz spannend vor allem ist, dass wir doch eine ganze Reihe Fragen reinbekommen haben, die durchaus ganz unterschiedliche Bereiche betreffen. Und zwar die erste Frage wäre, also in Bremen wird gerade das Schulverwaltungsgesetz geändert. Das steht zurzeit, da steht noch nichts momentan zum Thema Klima drin. Wie kann man da herangehen, wenn man das gerne präziser haben möchte? Das Beteiligungsverfahren endet bereits am 24.04. Also das ist im Prinzip sozusagen die Kurzfristigkeit und die Dringlichkeit. Also wie geht man da? Okay, dran? Klar. Also ich kann jetzt hier natürlich keine fallbezogene Rechtsberatung machen, ohne den Fall zu kennen, vor allem, weil ich im Moment keine Anwältin bin. Das heißt, es ist alles ohne Gewähr. Was ich direkt denke, ist so, also der Bund hat sich ja eigentlich zu einer klimaneutralen Verwaltung verpflichtet. Zur Verwaltung gehören natürlich auch die Schulen in dem Sinne. Da könnte man eben noch eine Klausel aufnehmen, die halt sagt, ja, bis so und so viel sind wir alle Schulen hier irgendwie klimaneutral und alles, was mit der Schulverwaltung zu tun hat, findet auch klimaneutral statt. Gut, vielen Dank. Die nächste Frage, was ist mit der Verfassungsgemäßheit des Kohleausstiegsgesetzes? Ist das ein Fall fürs Bundesverfassungsgericht? Ich frage mich gerade, ob das noch nicht beim Bundesverfassungsgericht liegt, tatsächlich. Also würde mich fast überraschen, wenn nicht. Genau aus der Argumentation, die ich vorhin gebracht habe, weil ich halt der Meinung bin, also der Kohleausstieg, wenn der wirklich erst 2038 erfolgt, ist das so spät. Da verschenken wir so viele Chancen und das geht eigentlich aus den eben genannten Gründen nicht, meines Erachtens, weil ja, die elementaren Freiheitsvoraussetzungen dadurch gefährdet werden und das wiederum unsere Menschen- und Grundrechte gefährdet. Das ist ganz ähnlich gelagert wie die eine Verfassungsbeschwerde zumindest, die sowieso im Moment beim Bundesverfassungsgericht ist und die sich meines Erachtens auf die Nichteinhaltung von Artikel 2 Absatz 1 Paris-Abkommen bezieht und die Emissionsminderungsziele. Da schließt sich gleich eine weitere Frage an, nämlich gibt es eine Übersicht über die laufenden Klagenverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht? Ich glaube ja. Also ich hatte mir einen Überblick verschafft über die laufenden Klimaklagen. Da musste ich ein bisschen rumklicken, bis ich das gefunden hatte, was wirklich aktuell ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch eine Übersicht über die laufenden Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht gibt. Ich weiß es allerdings nicht genau, weil ich immer direkt konkret nach irgendwas suche. Das, wo Sie gesucht haben, also das als Link einzustellen, das interessiert ist. Kann ich gerne jetzt sofort nachträglich noch machen. Das ist ganz lieb. Ja, okay. Dann machen wir das so. Weitere Frage, wie ist der Stand beim Ökozid als völkerrechtlich verbindlicher Straftatbestand? Ich habe keine Ahnung. Das ist eine ehrliche Antwort, ich finde es toll. Nein, also auf jeden Fall, gut. Dann müsste da entsprechend nochmal genauer. Ja, nee, das kann ich überhaupt nicht beantworten. Nein, alles gut. Das ist ja das Tolle bei diesem Frage-Antwort-Spiel, dass es einfach ja eine große Breite gibt und ja. Okay.
Ich glaube, an der Stelle soweit. Erstmal die nächste Frage, die kam, war, Sie hatten es schon angesprochen, und zwar die Kosten von Verfahren. Das ist ja für Schüler etwas, was Sie zumindest nicht, was für Sie, A, weil Sie selber nicht klagen können, weil Sie ja noch minderjährig sind, und zweitens, was auf der kostentechnischen Ebene gar nicht stemmbar ist. Wie sind da Ihre konkreten Empfehlungen, wenn jetzt Jugendliche sich angesprochen fühlen? Ich glaube, man sollte versuchen, das über eine NGO zu machen, also sich da begleiten zu lassen. Natürlich müssen dann letztendlich auch die Eltern zustimmen, wenn die Kinder noch nicht volljährig sind. Aber da kann man sich dann ja auch die Erlaubnis eben quasi bei den Eltern holen. Und also sich da halt Sponsoring suchen quasi. Ich weiß tatsächlich nicht, wie viel so eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht erstmal kostet. Also bei den Verwaltungsgerichten ist es normalerweise erstmal auf 5.000 Euro Streitwert angesetzt, dann fallen irgendwie da Gerichtskosten an, Anwaltskosten und so weiter. Das kostet schon Geld, aber jetzt nicht zwingend irgendwie viele tausend Euro. Okay. Es kommt noch eine Antwort auf die bereits gestellte Frage oder eine Präzisierung. Wir Ehrenamtliche brauchen unbedingt juristische Unterstützung. Wen könnte man beispielsweise konkret auf Bremen bezogen kontaktieren, um Unterstützung? Es gibt uns, also wie die Scientists for Future, auch die Lawyers for Future. Und da habe ich jetzt schon mehrmals gesehen, dass halt Anfragen rumgeschickt wurden. Kann jemand hier weiterhelfen? Kann jemand da was zu sagen? Die würde ich mal kontaktieren. Ich bin da auch dabei. Ich habe gerade so ein bisschen Kapazitätsprobleme, aber so grundsätzlich sind da einige Leute, die das mit Sicherheit gerne machen, und wir wachsen immer weiter. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein ganz hilfreicher Tipp, dass eigentlich unglaublich viele For Futures unterwegs sind und sich Gedanken machen über die Zukunft. Mhm. Nochmal zu dem Thema Schüler. Schüler selber können ja eigentlich nicht klagen. Oder können Sie das nochmal eingrenzen? Ja, wie war denn das nochmal? Die müssen sich natürlich, wenn die, lange, lange ist es her, die Beschwerdefähigkeit muss gegeben sein. Die sollten sich halt die Unterstützung von ihren Eltern suchen. Also die Eltern sind dann quasi die gesetzlichen Vertreter. Aber die Kläger sind dann trotzdem die Schüler selbst. Die können sich nur noch nicht ganz selbst vertreten. Aber das heißt auch, dass letztendlich die SchülerInnen relativ wenig Handhabe haben, wenn sie über den Weg der Eltern gehen müssen. Ja, heißt es. Ich bin mir tatsächlich gerade nicht ganz sicher. Ich weiß zum Beispiel im Bereich der Religionsfreiheit, wenn da eine Grundrechtsmündigkeit bereits angenommen wird, also quasi gesagt wird, so jemand ist schon in der Lage zu erfassen, was das bedeutet hier, dieses Grundrecht Religionsfreiheit, dann kann der auch früher schon beschwerdefähig sein. Also meinetwegen mit 14 oder mit 16. Ich kann mich da jetzt gerade nicht so drauf festnageln lassen, aber das kann man mit Sicherheit auch überlegen. Und ansonsten halt, wenn die Eltern, die müssen ja im Grunde nicht großartig was machen. Gut, ich würde vorschlagen, dass wir diese spannende Diskussion als Einladung auch zu verstehen in Spatial Chat vielleicht noch verlagern können, sodass entsprechend Sie ja vielleicht auch noch mal auf die eine oder andere Frage eingehen. Das heißt, ich bleibe jetzt einfach hier noch drin im öffentlichen Chat, oder? Nein, Sie würden einmal wechseln, entsprechend in den Spatial Chat überwandern, beziehungsweise sonst heute Abend auch gern nach der Konferenz. Und dann würde ich auch gerne noch hinweisen wollen auf zwei Dinge. Das eine ist die KISS in der Zweitausgabe, dann am 13. und 14. November diesen Jahres, also Referenten wie Teilnehmer eingeladen. Und wer unseren Kanal abonniert, den Scientists for Future Kanal abonniert, wird dann ganz aktuell informiert, sobald alle Videos online sind und entsprechend nachgeschaut werden können. Dann würde ich mich erstmal soweit verabschieden. Frau Rath, vielen herzlichen Dank für den Input. Und ja, ebenso. Wir bleiben in Kontakt. Alles klar. Darf ich jetzt gleich noch hier kurz in den Chat reinschreiben, wie ich zum Spatial Chat wechsle? Oder? Ja, können Sie gerne machen. Dann helfen Ihnen gleich weiter. Dankeschön. Alles klar. Danke. Ja, tschüss.